Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Watch Dogs 1. Oder einfach nur von Watch Dogs. Wir sind im Gefängnis, haben keine Waffe. Aber wir müssen hier natürlich was machen. Na gut, jetzt haben wir eine Waffe. Einfach als gedacht. Wir müssen wieder nach da unten und uns unser Zeug besorgen. Oh, die wurden entdeckt. Die wurden entdeckt. Da war nur kurz dieses Zeichen, dass er uns sieht, aber nicht, dass das voll war. Ist ja mega scheiße. Weil wir haben keine Waffe, einfach mal. Schiebung! Nieder mit Watch Dogs! Toll. Wir müssen aber nach da unten, das heißt, wir haben fast keine andere Wahl, als den hier umzuhauen. Dann den da unten umzuhauen und hoffen, dass sie uns oben nicht sehen, ansonsten müssen wir die oben auch noch erledigen. Ach. Mensch. So, vielen Dank. Ich könnte noch hacken, ob sie irgendwie eine Ablenkungsmöglichkeit ist. Seht ihr? Ich brauche die Waffe von dem. Gib sie auf. Das Risiko will ich jetzt nicht eingehen. Ach scheiße, jetzt habe ich die Waffe nicht von dem. Da oben ist auch noch einer. Sollte mehr mit der Deckung arbeiten. So klappt es ganz gut. Ich frage, wo hat Aiden gelernt, so mit Waffen und allem Möglichen umzugehen? Ich meine, der Typ ist ja auch ein Nahkampfexperte. Was? Wo? Wie sehen die mich? Ich bin nur aus der Deckung rausgegangen. Die Hackler, Alarm, blablabla. Wir sind die Watch Dogs Entwickler. Versuch diesmal ohne jemanden K.O. zu hauen. Ich hoffe, das klappt. Wir sehen uns ja fast durchgehend. Ich denke, sehen die mich ja auch die ganze Zeit. Wenn ich jetzt rausgehe und ich jetzt verkacke, dann weiß ich auch nicht. Ich versuch's jetzt mal. Endlich direkt einer. Ich muss nur da rein. Ich warte, bis er kurz weg sieht. Dann gehe ich da rein. Jetzt. Jordi, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Ein kleines Audio-Log. Meine Aufgabe lautet, lerne Bürgerrechte. Für Blums Geschäftsmodell ist es wichtig, dass das Wiesel wiedergewählt wird. Also, alle an Bord des Rushmore-Zuges. Scheiße, hört euch das mal an. Wenn es Ihnen wie mir geht, haben Sie genug von Angebern und Prahlern. Wir befinden uns an einem Scheideweg. Ein Weg führt in den wirtschaftlichen und sozialen Ruin. Wir wurden entdeckt, das ist doch scheiße. Man darf gar nicht entdeckt werden, gar nicht. Das ist ja mega scheiße. Ich hasse es, wenn man nicht entdeckt werden darf. Oh, das war knapp. So, nein, so. Weiß nicht, ob ich versuchen soll, den Typen dann umzuhauen, wenn er nicht hinguckt. Na, Risiko. So, jetzt habe ich auch gleich eine Knarre, oder? Ja.
Ich werde sie aber nach Möglichkeit nicht benutzen. Kann ich auch wegstecken? Hallo? Spiel? Ich habe Angst, dass der Typ sich bewegt. Ich hau den lieber K.O. Das war auch mega knapp. Aber Aiden geht aufrecht, das heißt... Ich glaube, das heißt, die können nichts machen. Okay, wo waren wir? Richtig hier. Ich hasse Hacken in diesem Spiel. Auf jeden Fall das hier. Vor allem, wenn man Zeitbegrenzung hat. Ich hasse Zeitbegrenzung in Videospielen, dann ist man immer so gehetzt. Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Gesicht. Hässlich wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. Ich glaube, das weiß auch nicht. War eine gestellte Hinrichtung. Hallo. Denk nicht mehr an diesen Kerl. Er ist nicht echt. Und wie? Ja. Kriege ich dich jetzt vom Dach? Beruf Häftling, toller Beruf. Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet mir! Oh Mann, mir halt mal die das Papiere. Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Anwalt. Nein, nicht. Nachdem wir mit dir Was fertig habt ihr sind. Vor? Ich gehe nicht mit zum Korrupt. Halt dein scheiß Maul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller. Hier durch? Nein, ich muss auch hier lang. Komm schon, Sesam, öffne dich. Sag Sesam, öffne dich. Fluchte Technik. Ach, geht doch. Toll, Aiden ist zu faul, einen Knopf zu drücken. Liebe Hackers. Was ist bloß los mit dir, Aiden? Was ist bloß los? Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst. Pass auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein! Liegt noch eine Waffe? Ich glaube, es ist eine bessere Schrotflinte, als die wir haben. Ja. Fällt mir ein, ich glaube, ich habe noch nicht mehr all meine Sachen weggenommen. Wir haben Verluste! Alter, da ist in dieser eine. Geht auch ein. Drängt ihn zurück! Ich brauche Verstärkung jetzt! Komm schon. Geh wieder in Deckung! Ganz alleine. Jetzt bist du tot. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hier ist was, den hole ich jetzt weg. Komm schon, so viel Schrot kann er doch gar nicht fressen. Er ist immer noch nicht tot. Das darf doch nicht wahr sein. Fuck!
dieser Schrotflinte auf mich schießen, also nicht richtig wehtun. So. Geht doch. Wo bleibt die Verstärkung? Kämpfe! Das war einfach. Schwerste Hack aller Zeiten. Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, sind dran. Ey, das ist so ein Assi an sich. Hier die Leute einfach so quasi erpresst. Erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Oh, ich glaube, ich freue mich schon auf das Päckchen. Jawoll. Guck mal, Beruf, Fehler. Aiden ist ein Fehler. Ah. Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Na toll. Komm ich hier raus oder kann ich das mal hacken? Hallo? Ich kann sie nicht hacken. Hallo? Warte, versuchen wir es nochmal. Lala. Einmal was hier rein, oder? Ja. Als wir uns die Bevölkerung vornahmen, kannten wir die Zahlen, die wir für einen Sieg brauchen. An alle Einheiten, wir brauchen Luftunterstützung. Ah. Haltet durch. Nehmen wir eine Pistole. Wenn wir jetzt die Polizei. Wenn wir die jetzt erschießen, kriegen wir Stress mit denen. Oh, das lädt mich doch gerade dazu ein. Man sieht sich hier, Loser. Fuck. Nein, hier wollte ich nicht, sondern hier. Nämlich jetzt, da so ein scheiß Heli hinter uns ist. Ja, sie können ein Heli für 15 Sekunden ausschalten. Ja, nice, würde ich mal sagen. Dann kurz nach hinten sehen, den Heli, toll, man kann ihn nicht umsehen. Jetzt schnell weg. Oh, wir haben ja kaum noch Akku. In unserem Handy. Beziehungsweise Aiden in seinem Handy. So, gleich müssten wir weg sein. So, einfach noch ein bisschen gerade ausfahren. Verstanden. Und dann haben wir es. Kinderleicht. Der Plan hat echt funktioniert. Meine Identität ist sicher.